Moin Leute! Ja, ich gebe zu, beschissener hätte man eine Facecam nicht platzieren können. Sorry, mache ich beim nächsten Mal besser. Trotzdem viel Spaß mit dem Video. Und herzlich willkommen hier zu einer Runde Vermintide 2. Ich hatte in dem Vermintide 1 Video schon gesagt, ich bin sehr angetan von dem Spiel, ich möchte es unbedingt haben. Jetzt habe ich's und ich würde euch so gern sagen, dass ich es gerade rauf und runter spiele, aber... tue ich nicht. Denn Burnout Paradise Remastered, Burnout ist eine Religion. Ich kann nichts machen. Tut mir leid. Es ist halt so. Ich wollte aber trotzdem gerne das Spiel vorstellen. Euch ein bisschen was dazu erzählen, was sich gegenüber dem ersten Teil verbessert hat. Warum man damit Spaß haben kann. Und ja, dann fangen wir auch gleich mal an, wa? So, bevor wir uns ins Schlachtgetümmel stürzen, will ich mit dem Besten anfangen, was das Spiel zu bieten hat. Lootboxen. Das klingt jetzt sehr sarkastisch, ich weiß. Es ist nicht traurig, dass man froh sein kann, wenn ein Spiel keine käuflich erwerbbaren Lootboxen hat. Ist es schon so weit? Wo soll das alles auch hinführen? Vermintide 2 hat ein neues Loot-System. Das hat, glaube ich, im ersten Video schon angekündigt, beziehungsweise mal ausgesprochen. Wenn ihr eine Quest erfolgreich bestritten habt, bekommt ihr eine Box. Und da ist immer geiler Stuff drin. Jawoll! Quatsch mir dazwischen, Alter. Die kriegst du Beute. Ich hatte nämlich gerade eine Runde gespielt, einfach nur um reinzukommen. Und hab gedacht, wir machen gleich am Anfang das Geilste überhaupt. Wir machen Boxen auf. Eine Safe des Bürgers und eine Anerkennungstruhe, die man bei jedem Level abbekommt. Sehen wir mal die Anerkennungstruhe zuerst auf. Clock! Lupa! Das ist aber geiler Stuff drin, Alter. So, kriegen wir hier so drei Totenkopfmedaillen. Was Grünes ist dabei. Das macht wieder zum Schluss auf. Da sind dann hier neue Waffen drin mit einer neuen Kraftstufe. Aktuell kriege ich auch immer was Besseres. Ich weiß nicht, nach was das ist. Skaliert und hübsch. Auch noch 8,5% Kraft gegen Chaos-Einheiten. So, aber jetzt kommt die Hauptruhe hier. Die Box der Boxen, möchte ich mal meinen. Grün! Ich liebe dich, Spiel. Grün! Ich liebe dich immer. Naja, ist ja gegen Chaos. 9% gegen Chaos, 10% kritisch. Da kannst du ja eher schon fast das nehmen, ne? Wegen Chaos und so weiter. Und... oh, die Büchse der Pandora. Ich kack ins Essen, Alter. Jawohl, Alter. Das war doch mal eine richtig geile Ausbeute. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich mit euch zusammen die neue Heldenklasse ausprobieren. Also... bedeutet das für mich, erklären, was ist neu in dem Spiel. Unter anderem das Loot-System wurde wesentlich verbessert. Also mir gefällt dieses Würfeln und Hoffen, dass du was kriegst, gar nicht. Deswegen hier schön gelöst, du hast die Schlacht gewonnen. Als Belohnung bekommst du eine Box, da sind geile Sachen drin. Und damit wirst du halt besser und kannst dann irgendwann, meine Heldenkraft liegt jetzt gerade bei 104. Und wenn die... durch 120 kann ich die nächste Schwierigkeitsstufe endlich mal antreten. Der Boxen drinne. Die Charaktere haben jetzt alle aktive und passive Boni bekommen. Plus eine Spezialfähigkeit, die jeder einsetzen kann. Und jede Klasse, also jede der fünf Klassen, hat auch noch drei Unterkategorien. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade für meinen Ultra Superman Doppelhänder die Jägerklasse, die Jägerunterklasse freigeschaltet. Die würde ich eigentlich ganz gerne jetzt mal spielen. Aber ich habe Angst, dass ich dann meine geilen Sachen nicht benutzen darf. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber erstmal rüsten wir hier das Schwert des Schwerter auf. Das, wie gesagt, 4% kritische Chance. 4% ist mir da zu wenig. 9% Schaden gegen Chaos ist da allerdings schon wieder nice. So, dann haben wir natürlich noch die Büchse bekommen. Kraft gegen Monster. Ich kämpfe doch allgemein gegen Monster, oder? Oder eigentlich ja jetzt, vertue ich mich da jetzt? Das ist 2 Punkte stärker, aber ich habe da Schadensvariierung gegen Flächenschaden, deswegen lassen wir das drinne. Hier haben wir noch ein Medaillchen bekommen, das ist grün, deswegen rein damit und hier ist nichts neu. So, jetzt können wir natürlich noch, wisst ihr, das ist wie ein Killing Floor 2. Jetzt können wir hier nach pro Level Up, können wir dann noch so eine der drei Boni auswählen. Die können wir auch frei durchschalten. Ich habe mich aktuell für Heilfähigkeit auf 30% erhöht, entschieden. Das kann ich natürlich umwechseln, je nachdem, wie man natürlich spielen möchte.
Ich spiele das Spiel aktuell solo, weil ich keine Freunde habe. Wirklich richtig bocken tut es natürlich erst mit drei weiteren Mitspielern. Und da ein großes Lob an das Spiel. Die Server sind so unglaublich stabil. Selbst mit meiner Strohhalmleitung, ja, die ich ja mittlerweile habe. Irgendwie ist das schlechter geworden hier. Kann ich trotz einer roten Leitung flüssig, ruckelfrei mit anderen online zocken. Mega. Wirklich mega. So, jetzt immer hier ein paar Geschichten einschmelzen. Weil ich kann. Den behalten wir auch erstmal. So grüne Sachen will ich erstmal behalten. Wir schmelzen immer so Crap ein. Donnerbüchse, die nehme ich nochmal wieder raus, weil ich die eben ja benutzt habe. Und falls mir die neue Donnerbüchse nicht gefällt, würde ich ganz gerne ja, benutzen. So, jetzt haben wir natürlich Rohstoffe bekommen. Jetzt könnte ich zum Beispiel Behander. Rüsten wir mal kurz die aus. Dann gehen wir in Herstellen. Dann in den Slot aufwerten. Nehmen uns jetzt diesen Huso. Packen den da rein. Und rüsten den auf. Zu Übermag. Superwaffe hoffentlich. Blau, Alter. Aber jetzt ist das 8% runter. Nein! Aber es ist blau. Fuck! Aber wisst ihr was? Scheißen wir erstmal auf die Jäger-Unterklasse. Erstmal so solo rein ins Gemetzel. Und ich habe mir da jetzt extra auch mal eine Karte ausgesucht, wo am Anfang viele der Chaos-Truppen unterwegs sind. Und nicht so viele Skavens. Den auch, wie ich im ersten Teil schon sagte, hier auch nochmal ganz deutlich: Das ist ein Left 4 Dead-Klon sondergleichen. Aber ein sehr guter. Halt im Warhammer-Universum. Ich kenne mich mit Warhammer überhaupt nicht aus. Skaven kann ich mittlerweile aussprechen. Das sind die Rattenmenschen. Und es gibt halt noch die Chaos-Typen. Da. Inwieweit das alles miteinander zusammenhängt, keine Ahnung, überhaupt keine. Aber wir werden uns jetzt hier auf jeden Fall richtig schön durchschnetzeln. Und ich werde in der Zeit gucken, was ich euch so erzählen kann. So, ich habe gerade meinen Ton nochmal angepasst. Das haben wir doch alles ein bisschen sehr laut. Zum Spielen ist das natürlich scheiße. Nachher, wenn ich das Video dann für euch fertig mache, dann werde ich da gucken, was ich da abändern kann. Ja, wie gesagt, also starten hier, laufen durch die wirklich, wirklich schönen Levels. Es gibt auch jetzt nicht so unglaublich viele, aber ich glaube, wie lange sitzt man so eine Mission? Fast 20 Minuten bestimmt. Hallo? Ich wollte den gerade erschießen, halt. Na, dann halt nicht. Ja. Bevor wir mit dem Spiel an sich anfangen, muss ich nochmal sagen, was mein Bruder für eine geile Sau ist. Kommt der eben gerade rein mit einer Pizza in der Hand, ne? Hat er mir eine Pizza mitgebracht? Der Typ, Alter. Der Typ. Batz, Junge. Bleib liegen. Hammer, Kollege, ey. Also, keine Ahnung, wo ich das verdient habe. Aber mit Sicherheit, das nächste Mal Pizza kaufen, werde ich das natürlich ausgeben dürfen, ne? Oh, schön. Ja, Gore-System wurde angepasst. Also jetzt kannst du die Viecher sogar in der Mitte komplett durchsteigen. Da kannst du so reingucken von oben und den Darm sehen. I like. Ja, das Spiel ist ein bisschen anspruchsvoll, würde ich so sagen. Denn es geht natürlich auch viel nachher mit Blocken und so weiter, wenn du große Gegner hast. Und es läuft natürlich rein auf den Nahkampf aus. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil mit so einem Zweihänder so Typen durchteilen, das hat schon was. Oh, das. Da muss doch nicht gleich den Kopf verlieren, Kollege. Gott, war der schlecht. So, ein bisschen die Map absuchen. Ja, wir können Truhen finden. In diesen Truhen kann was drin sein. Muss nicht unbedingt. Diese zum Beispiel. Da könnten unter anderem magische Würfel drin sein, die Belohnung am Ende steigern. Ihr bekommt wieder für den Abschluss. Oh, mein Kabel hier, ich muss das ein bisschen abändern. Für den Abschluss einer Mission. Ups, eine Welle kommt. Kennt mal Left 4 Dead, so eine Zombie-Welle. Hier ist halt eine Warhammer-Viecher-Skaven-Chaos-Welle. Ihr bekommt für Abschluss der Mission bekommt ihr eine Box. Und je nachdem, wie ihr halt gespielt habt, was ihr gefunden habt und so weiter und so fort, wird diese Boxen halt langsam aufgelevelt. Und somit könnt ihr dann eure Belohnung verbessern. Schmatz, Alter. Ich bleib das Schwert sogar drin stecken in dem Wichser. Und das finde ich ist ein sehr, sehr gutes System. Ihr könnt sogar, ups, dadurch die Box allein schon aufwerten, indem ihr das Level besonders schnell absolviert, zum Beispiel. Indem ihr bestimmte Bücher findet. Ich weiß jetzt schwer nicht, wie die heißen.
Oh fuck. Ah, Hook Red. Der Smoker aus. Boah, wo guck ich hin? Der Smoker aus Left 4 Dead ist das. Nur der hustet halt nicht so cool. Sondern der hookt halt einen einfach nur. Oh fuck. So, der ist gepanzert. Das ist ein bisschen suboptimal. Da muss man mit schweren Schlägen beigehen. Also ein bisschen. Zack. Ist schon gefragt. Komm! Fall um. Auf jeden Fall, mein Bruder ist der Geilste. Der Allergeilste. Ja? Mit geil und auch scharf. Und sogar noch so eine Product Placement hier einfügen. So eine Exotic. Ich hatte mal gedacht, das wäre jetzt ein neues Logo für die Fanta Exotic, aber die heißt doch mal anders. Auf jeden Fall, geiler Dude, Alter. Gibt auf jeden Fall demnächst von mir eine Pizza. So, dann habe ich meine Spezialfähigkeit hier so brüllig einmal. Dann fallen die alle um, dann kann ich da richtig schön reinschmatzen in den Ofen. Übrigens, weitere Verbesserung des Spiels. Der Sound ist so genial geworden. Also, okay, Level-System, die allgemeine Charaktersystem wurde verbessert, das Loot-System wurde verbessert, die Grafik wurde echt verbessert, aber das Spiel ist echt hübsch. Ich spiele auf Ultra mit Blut-Effekten auf Ultra mega krank und Blut-Effekte so richtig so. Wisst ihr, was ich meine? Aber der Sound ist wirklich etwas, was sehr heraussticht. Vielleicht wird mir das nicht so. Zugriff auf Zitteranfall gehabt. Vielleicht wird man das gerade nicht so gut mitkriegen, da ich auch hier viel euch voll laber. Aber der Sound ist wirklich, wirklich gut. Und ganz ehrlich, das Spiel kostet 28 Euro. Damit machst du nichts verkehrt. Überhaupt nicht. Ein richtig schönes Grindfest halt. Was, Junge? Oh oh, Magier, wo ist der? Na fuck, ich habe jetzt eine Büchse, ne? Nein! Ah! Ah! Wahrscheinlich habe ich nicht getroffen, oder? Schmatz, Junge. So, ach, abgeblockt, Junge. Zack. Willst du? Oh, und da sind die Skabens wieder. Im ersten Teil gab es ja nur die Skabens. Jetzt hast du die Chaos-Fraktion wenigstens ein bisschen abwechselt. So, rein, Stetzel. Zack, zack, Junge. Ja, ProSieben berichtet mal darüber. Hier Fortnite, der alte Kinderkacke. Bitte, bitte spielen. Hier, guck mal, hier, Junge. Köpfe abtrennen. Leute in der Mitte durchschneiden. Blut überall. Ja, gut, sind keine Menschen. Da kann man nicht so ein Hehl draus machen. Aber trotzdem. Ich meine, stell dir mal vor, das spielen jetzt Kinder. Wie auch immer die da rankommen. Und dann bekommen die nach dem Zocken auf einmal Bock, Ratten zu töten. Das ist auch gefährlich. Aber es ist wieder so eine Gefahr, die wird nicht ernst genommen. Ich sollte mal ein bisschen Alkohol trinken. Finde ich nicht gut. Dass Vermintide 2 da so untergeht. In den Medien. Ich bitte euch. Hallo? Ah, ich bin lieber wieder weg. Durchladen, den Ofen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ah, scheiße. Hat jemand den Magier platt gemacht? Das Problem ist, hiermit auf den Kopf zu zielen, ne? Das geht nämlich. Also dieser Mini-Punkt, den ihr in der Mitte seht, also das ist schon. Aua. Oder gibt es vielleicht eine Klasse, die das speziell kann, so Leuten die Köpfe abhaken? Wobei, eigentlich gibt es den, ja. Ich glaube, der Hexenjäger, wie heißt der? Der hat ja so ein Säbel und Schusswaffen. Aber ich glaube, der könnte das vielleicht sogar richtig gut können. Batz, Kopf ab. Ja, so, liebe Kinder, sind nur Ratten. Und Ratten sind böse. Deswegen, das geht eigentlich. Ja, schon klar. Oh, ich hab's ein Schild kaputt gemacht. Stimmt, ich könnte eigentlich auch mit den Waffen gegen die Gepanzerten antreten. Das sollte eigentlich gut funktionieren. Alles klar.
Bin gespannt, wann hier nachher der Dicke auftaucht. So wie der Tank in Left 4 Dead gibt es auch hier dicke Viecher. Und die tauchen halt random auf. Ich hatte in der ersten Runde einen ganz am Anfang. Jetzt hier keiner. So, da hat mir gerade ein CPU mit Kamerad eine Bombe gegeben. Ne, einen Trank hat er mir gegeben. Aber was die auch vorhin gemacht haben im Endkampf, mir einfach im Gefecht eine Bombe geben. Wird echt das Spiel natürlich nicht machen, aber die macht das schon. Alter, von dem ganzen Gespratze siehst du teilweise nicht mal was, weil das ganze Blut dein Gesicht bedeckt. Das ist ein tolles Spiel. Oh, oh. So, muss ich mal kurz einmal rumbrüllen hier und dann... Oh, fuck. Ein Elite-Kämpfer. Oh. Das war die Fähigkeit von unserer Flammtus hier. Achso, ist schon tot. Chaos Warrior, genau. Chaos. Wow. Okay, da müssen wir mal ganz kurz. Ich meine, so viele Gegner, dass mein Schwert einfach in der Mitte beim Schlag stecken bleibt. Ist das nicht ein geiles Spiel? Der Hammer. Und wie gesagt, 28 Euro, also bitte. Können wir den zum Beispiel auch gerne mal zusammenspielen? Also aktuell komme ich zwar nicht so dazu, weil Burnout. Was willst du da machen? Aber sonst. Abends so nach der Arbeit, wenn ich alles fertig habe oder so, mal so ein Ründchen mit euch zusammen spielen. Da hätte ich schon dezent Bock drauf. Ich bin ein Sadist. Schmatz. Schmatz. Daneben geschmatzt. So, hier haben wir noch Tränke. Ist hier oben irgendwo vielleicht eine Kiste? Ich habe wenig Kistchen gefunden bisher. Zu wenig Kistchen. Das wird wieder mit Sicherheit ein langes Video. Da habe ich jetzt schon wieder keinen Bock drauf. Ich hoffe, dass... Oh, oh, fuck. Der Left 4 Dead Hunter. Ich höre doch, was hier schleichen. Oh, das habt ihr nicht gesehen. Kann man so daneben schießen. Ah. Ja, ich wollte das Video gar nicht so lange machen. Ich versuche mich ja an diese 10-15 Minuten Grenze zu halten. Aber irgendwie werden meine Videos immer länger. Bah, bah. Das ist geil, wie die immer so alle ragdollen. Das ist das Schöne an dem Spiel, dass sich ein Schuss... Oder beziehungsweise auch ein Schlag wirklich sehr mächtig anfühlt. Das ist ein sehr gutes Gefühl, wenn du Lebewesen tötest. Ro7. Hey, mein Vorschlag. Haben wir Teil 2? Gib ihm. Batz, batz, batz. So, jetzt das Kanönchen runterlassen, damit die Wände zerschießen und dann... 360 No-Scope. Oh, fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, Magier. Ja, genau, hau mal ab, Kollege. Da reinmetzeln in den Ofen. Das war's den ganzen Tag, Alter. Das ist nur ein Geschlachte. Das ist tatsächlich, was mir auch jetzt gerade auffällt, das wäre ein schöner Vergleich. Das ist eine Mischung aus Left 4 Dead und Killing Floor. Also zumindest der zweite Teil. Zwei absolute Grind-Spiele. Auch schade. Das muss ja nicht was Schlechtes sein. Wie gesagt, also das Level-System jetzt hier von Killing Floor 2 auf jeden Fall. Schönes Loot-System ist eingebaut. Und der Grind-Faktor auch. Ich meine, Killing Floor 2, was machst du anderes, außer immer wieder dieselben Typen machen, dieselbe Karte spielen. Und es macht trotzdem Spaß. Und hier kriegst du ja wie gesagt eine Lootbox, ne? Eine schöne, schöne Lootbox. Oh, das war andere. Ja, instant von ihr wird eine Bombe gekriegt. Ach, okay, das war wieder scheiße. Und rein. Aua, okay. Bats Kopfschuss. Der ist auch gepanzert, der kannst du nichts gegen machen. Da musst du einfach reinhalten. Oh,
Ammunition. Ich mag das Spiel. Ich finde das wirklich gut. Hi. Nein, nicht die Tür, Mann. Die Tür ist doch kein Feind. Nee, das ist nur der Kopf von der Ratte. Ich versuche ja, wie ihr auch merkt, mittlerweile öfter mit Facecam zu arbeiten. Oh oh. Ich hoffe, das kommt gut vor euch an. Aber ich muss mich halt natürlich noch eine bessere Facecam besorgen, das ist natürlich klar. So, rein! Und die Tür gleich wieder mitgenommen, weil ich habe ja das ja so mit Türen. Ich mag Türen gar nicht. Batz, batz. Wieder Blutrausch, Alter. War der tot? Das Schwert ist geil, ey, oder? Dead, alles klar. Der Sound, oder? Der ist so genial. Das hört sich alles schön wuchtig an. So, da haben wir ein Büchchen. Eins haben wir übersehen, leider. Also insgesamt haben wir zwei übersehen, aber ganz am Anfang hat einer meiner KI-Kollegen ein Buch aufgehoben. Was machen die? Scheinbar, wenn sie gerade keinen Trank tragen. Weil ihr müsst euch entscheiden, ob ihr eins dieser Bücher trägt oder ob ihr einen Trank tragen wollt. Krab. Mimimi. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr einen Trank tragen wollt oder halt eines dieser Bücher. Und das Buch gibt halt am Ende Bonus. Hat er gerade links fallen lassen? Magischen Würfel? Fuck, nein! Nein! Oh nein! Mann kaputt! Mann kaputt! Mann kaputt! Lebt das Schwein noch? Fuck! Reinwerfen hier, Buch wieder aufnehmen. Geil, der hat Würfel fallen lassen, Alter. Mega. So, letzte Instanz, Leute. Einmal noch final überleben. Und dann haben wir es auch geschafft hier. Oh, the bell rings. Oh, der Hund ringt. Na, wer kennt's? Schreibt's in die Kommentare. Woher kommt das? Wie, ihr wisst das nicht. Alles einfach die Maustaste drücken und hoffen, dass du irgendwas triffst. Fuck. Ich sollte die Bombe mal echt von 5 auf... Hier, guck mal, die geben mir einfach im Kampf. Haben die scheinbar die Zeit, mir was zuzustecken. Oh, jetzt geht das Gemetz los hier, Junge. So, die Chaos-Truppen natürlich auch noch. Alle her, los. Mein B-Händler hier. Oh, fuck. Habe ich natürlich. Deswegen habe ich die Donnerbüchse mich vorhin nicht weggegeben, weil eigentlich wäre die jetzt zum Beispiel nicht sinnvoll, dass man die dann von Weitem wegsnacken kann. Aber so können wir halt natürlich nur in die Horde reinlunzen.
Na gut, wenn natürlich mir so nah ist, na, dann putze ich den von der Bildfläche. Das ist Ehrensache. Du machst bei Teamkollegen zwar Schaden, aber ist ja egal. Da wurde ich einmal online voll für fertig gemacht, ey. Da habe ich mein bisschen helfen wollen und hab dann so ein Fass genommen, hab das dann runtergeworfen, war in so einer Mine zu den Gegnern und hab das dann angeschossen, damit das dann gleich hochgeht und... Nein! Ah, ich wollte gerade mein Dings machen, meine Fähigkeit. Ah, nein, 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 nicht verrecken jetzt. Und wollte dann halt so die Viecher platt machen. Das sieht nicht gut aus. Glück gehabt, ich hab trotzdem meine Fähigkeit rausgeholt. Gleich wurde geheilt, oder? Ja, und da hat wohl einer meiner Mates Schaden durchgenommen, oder war es auch Explosionsfass, und da ist er ein bisschen ausfallend geworden. Was ich ein bisschen unbegründet finde. Die haben, glaube ich, dann nachher versucht, am Ende der Runde mich zu kicken, damit ich keinen Loot mehr bekomme, aber der Loot wird trotzdem gespeichert. Daher. Der hier. So. Auf Rekrut abgeschlossen und natürlich noch ein Level, also steigt es hier schon gut auf. Los hat nicht. Streitkorb und Schildwaffe freigeschaltet. Und natürlich fürs Level Up eine Anerkennungstruhe. Lootboxen! Loot-Truhen. Entschuldigung, das ist eine Loot-Truhe. Die Lootbox kommt ja jetzt erst. Damit ihr mal seht, wie das alles aussieht. So, das ist die Truhe. Wir haben die Mission abgeschlossen. Wir haben ein Dings gefunden. Zack, Level Up. Wir haben Würfel gefunden und sonst noch was. Ja, die Grimoire und so sind natürlich etwas seltener und mit echten Spielern kannst du noch viel mehr einsammeln. Aber da hatten wir, glaube ich, einmal richtig was dabei. Aber so halt, ja, kann ich halt nur das mitnehmen, was man halt alleine mittragen kann. Aber das finde ich nicht so schlimm, weil aktuell geht es ja gut voran. Obwohl ich den Boss des ersten Aktes nicht schaffe. Also der putzt uns da komplett aus dem Leben raus. Oh, was Blaues! I like. Alter, das ist 49. Warum habe ich denn vorhin überhaupt meine Sachen aufgewertet? Da brauchst du ja gar nichts aufwerten, wenn du das... Gegen Panzerung. Die merke ich mir. So, die Truhe eben aufmachen. Weiß, weiß, weiß. Ja, schade. Ist besser. Aber so viele Punkte, ne? Ich speche. So viele Punkte, ne? Und das auch. Das ist alles so viel besser. Ah, fuck. Aber dann kann ich wenigstens eine neue Schwierigkeitsstufe endlich mal hier, ne? Kann ich dann mal. So, das behalte ich natürlich. Da habe ich nichts Neues bekommen. Hier. Ja, die grüne behalte ich für erste, weil da habe ich eine Donnerbüchse und den hier. So, 50. Alter. Na gut, es ist um so vielen Punkten besser, dass ich das ausrüste. So, 128. Da müsste ich jetzt ja eigentlich Dings machen können, ne? So, herstellen. Der weg. Illusion. Ich weiß nicht, was das heißt. Behalte ich auch erstmal. Jetzt kann der weg. Der weg. Der kann weg, Bogen behalte ich logischerweise, die Donnerbüchse behalte ich auch, der kann weg, der kann weg, der kann weg. Kann doch, oder? Ja. Lieber nochmal nachgucken, bevor ich hier gleich irgendwie scheiße mache. So, wieder neue Rohstoffe bekommen. Können wir die nächste ganze Menge Krimskrams anfangen. Mal eben kurz schnell... Ja, I like, Digga, I like. Rekrut, Veteran. Ja, ich kann so Veteran stellen, Alter. Erfahrung, mehr. Maximal erzielbare Heldenkraft 200, hier ist nur 100. Also, das bringt schon was, sag ich mal, ne? Ja, damit war's das von meiner Seite aus mit Vermintide 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang, wirklich. Ich kann auf jeden Fall, also wer auf diese Art Spiel steht, von mir eine klare Kaufempfehlung, ist Top-Ding. Und macht auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Nicht so sehr wie Burnout Paradise, aber das ist ja, wie gesagt, so eine
also eine eigene Geschichte. Deswegen, ja, bewertet gerne das Video, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, wie gesagt, folgt mir gerne auf Twitch, folgt mir auch gerne auf Twitter. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!